Mein Name ist Marius Volk, ich bin 21 Jahre alt. Ich heiße Jana und ich mache bei WIRT Elektronik das duale BWL-Studium mit der Fachrichtung Industrie. Das Konzept von unserem dualen Studium ist eben der Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen. Das heißt, man ist immer ein paar Monate an der dualen Hochschule und dann wieder ein paar Monate im Unternehmen. Da kann man dann die verschiedenen Abteilungen durchlaufen. Das ist das Tolle, man lernt quasi was an der Hochschule und kann das dann in den einzelnen Abteilungen direkt anwenden. Wenn ich in die Abteilungen komme, in verschiedenen, dann habe ich hauptsächlich mit betriebswirtschaftlichen Themen zu tun und unterstütze da die Kollegen in den Abteilungen bei ihrem Tagesgeschäft. Aber gerade wir Studenten, wir kriegen oft auch viele Projekte zugeteilt, weil das eben auch ein wichtiger Punkt im Studium ist. Das heißt, man hat immer so ein bisschen den Wechsel oder die Mischung zwischen Projekten und Tagesgeschäft. Also man kriegt alles mit, was wichtig ist und was man täglich braucht, aber hat eben auch noch die Projektseite dabei. In den Anfangsphasen vom Studium lernt man eben die ganzen Grundlagen kennen, so allgemein, um was es im BWL geht. Und später kann man sich dann immer mehr vertiefen und dementsprechend Fächer wählen nach seinen Interessen. Also in meiner Praxisphase durchlaufe ich viele verschiedene Abteilungen, wie zum Beispiel Verkauf, Innendienst, Marketing, Rechnungswesen, Export. Und das macht es einfach so interessant und abwechslungsreich, weil man einfach sieht, wie das Unternehmen aufgestellt ist und man einfach von jeder Abteilung so die Basics gelernt bekommt. Also in meiner Ausbildung, da decke ich eigentlich das komplette Betriebswirtschaftliche ab. Das ist auch das Schöne an meinem Beruf, dass ich eigentlich später in jede Richtung gehen kann. Also ich war zum Beispiel schon im Verkauf Innendienst, habe da Angebote erstellt, Aufträge erfasst, mit Kunden telefoniert. Dann war ich noch in der Buchhaltung, habe Lohnbuchabrechnungen gemacht, Rechnungen korrigiert, ob alle Angaben stimmen. Dann noch im Marketing, wo ich verschiedene Aufgaben machen durfte. Für das Studium braucht man überhaupt keine Vorkenntnisse. Ich zum Beispiel war auch nicht auf einer Wirtschaftsschule. Das heißt, bei mir hat man da auch bei Null angefangen. Das Interesse muss halt da sein und dann passt es auf jeden Fall. Jeder Azubi und jeder Student hat die Möglichkeit, hier bei WIRT Elektronik ins Ausland zu gehen für 3 Monate. Und ich werde nach Watertown gehen, das ist in den USA, in South Dakota. Also ich werde dort im Verkauf Innendienst tätig sein, werde da die Kollegen unterstützen und ja, habe natürlich auch die Möglichkeit, dort viele neue Leute kennenzulernen, die Kultur kennenzulernen, natürlich auch am Wochenende mal rumzureisen, einfach die USA kennenlernen und die Kultur dort leben. Ich habe bald meinen Auslandsaufenthalt und da gehe ich nach China und darf da meine Kollegen bei einem Projekt in einem Quality Center unterstützen und da freue ich mich schon richtig drauf. Ich komme jeden Tag total gerne ins Geschäft, weil ich einfach weiß, ich kenne meine Kollegen. Das ist auch das Tolle bei uns, der freundschaftliche Umgang zwischen den Kollegen, das WIRT groß geschrieben. Und weil einfach die Azubis und die Studenten, die werden sofort ins Geschäft eingebunden. Und das finde ich das Tolle. Also man fühlt sich nicht wie ein Azubi, auch wenn man eigentlich einer ist. Ich habe mich hier für WIRT Elektronik entschieden, weil es einfach ein junges, dynamisches Unternehmen ist. Super viele nette Kollegen. Und einfach ein aufstrebendes Unternehmen und auch ein modernes Unternehmen, das immer nach vorne schaut und bestrebt ist, immer sich zu verbessern. Ich würde mich auf jeden Fall nochmal für das duale Studium entscheiden. Also das war ein absoluter Glückstreffer. Ich fühle mich wohl, ich kenne das Unternehmen, ich kenne die Kollegen. Ist einfach toll.